Komm her. Wilson guckt am Wasser. Hallo Leute, also eigentlich würde ich euch jetzt gerne erzählen, wie gut ich mich fühle, weil ich gerade draußen im Fluss gebadet habe. Und zwar um 2.30 Uhr, also nachts, mitten in der Nacht, nach deutscher Zeit 3.30 Uhr. Der Wilson ist nicht da. Und der taucht irgendwie auch nicht auf. Was erstmal kein Problem ist. Wir sind hier heute Nachmittag angekommen, habe ihn rausgelassen. Er ist ja nochmal rumgeturnt, ich habe mit ihm Fotos gemacht, es war ganz schön, er ist sogar bis zu dem kleinen Fluss mitgekommen und so. Und dann habe ich ihn alleine laufen lassen, also da hinten über die Felder und so, auch wieder ein Stückchen weiter weg, wie man so, ganz normales Verhalten von ihm. 18 Uhr war er dann auch hier zum Fressen, hat er Fressen bekommen, ganz normal. Und dann ist er wieder weg. Und normalerweise kommt er dann nachts um 11 oder um 1 nochmal nach Hause. Und der kam aber nicht. Dann konnte ich auch die ganze Zeit nicht schlafen. Dann habe ich das auf der App verfolgt, wo er ist. Die App hat dann gesagt, ja, der ist seit 1,5 Stunden da in einem Gebüsch drin. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht will er nicht in den Bus kommen zum Schlafen, vielleicht will er diese Nacht im Gebüsch schlafen, weil er die letzte Nacht, als er hier um 11 Uhr geschlafen hat, habe ich ihn ja dann nicht mehr rausgelassen, wegen diesem Vorfall mit diesem Verrückten da. Da habe ich vielleicht gedacht, ich bleibe draußen. Kein Problem.
dann reagiert er halt nicht auf mein Rufen und er bewegt sich halt nicht weg. Irgendwie 3 Stunden am selben Platz, immer noch da. Und kein neues GPS im Kanal. Ich kann auch den Live-Modus hier nicht einschalten, weil GPS nicht gefunden wird. Und dann auf einmal, Wilson ist nicht verbunden. Das heißt, sein Halsband ist entweder ausgegangen, was ganz selten mal passiert, dass er irgendwie mit dem Nacken, mit dem Genick irgendwie da auf den Knopf drückt, weil er irgendwie komisch schläft oder so. Das kann ein Grund sein. Der zweite Grund, wenn es natürlich leer ist, aber das habe ich verfolgt, das war bei 90% oder so. Oder wenn halt einfach kein Internet da ist. Aber hier ist voll 4G, super Empfang. Ja, und jetzt bin ich eben da, hier das ganze Flussbett, wo wir hier drin stehen, hier runtergelaufen und hoch und hab ihn gerufen und mit dem Leckerli-Zeug geraschelt. Also wenn er da irgendwo im Loch sitzen würde, langsam wäre es mal Zeit, dass er auch wach werden würde. Also quasi in einem Loch, wo er keinen Internetempfang hat, dann wird er sich doch mal regen. Oder er antwortet mir normalerweise auch immer, wenn er irgendwo ist. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Spurlos verschwunden. GPS-Halsband ist aus oder irgendwo, wo kein Internet ist und er reagiert nicht. Tja, welche Prüfung ist das jetzt, die ich zu machen habe? Vertrauen haben, geduldig sein, habe ich, aber wird gerade alles in Frage gestellt. Alle Routinen, die wir hatten, dass er immer gekommen ist und so. Der kommt noch. Er kommt noch. Das wird auf jeden Fall jetzt eine verdammt lange Nacht werden, weil ich glaube, jetzt kann ich nicht pennen. Jetzt kann ich nur hier sitzen und warten und hoffen, dass er kommt. Oh Mann, ey. Das fühlt sich scheiße an. Richtig Angst. Er kann halt, aber es kann ja nichts passiert sein. Hier ist nichts. Und das hätte ich ja auch irgendwie auf dem GPS verfolgen müssen, wenn er irgendwo weggerannt wäre oder so. Hätte man ja ein bisschen was mitkriegen müssen. Außer es kommen ganz viele Zufälle zusammen, dass er wirklich aus Versehen das Halsband ausgemacht hat selber und dann weggerannt ist oder dann irgendwie weggejagt wurde oder... Aber hier fahren auch keine Autos lang, also hier ist nichts. Das ist so seltsam. Mal wieder. So, es ist jetzt kurz vor 11 und ich bin immer noch todtraurig, weil der Wilson immer noch nicht aufgetaucht ist. Na gut, wenn er jetzt morgens nicht kommt, aus welchen Gründen auch immer, wird er tagsüber auch nicht kommen, aus der Erfahrung heraus, weil er tagsüber immer schläft. Und wenn er nicht im Bulli schläft, dann sucht er sich draußen irgendwo einen Punkt, wo er sich sicher fühlt, wo er dann meistens auch kein GPS hat. Aber hier ist einfach die Internetverbindung so gut, deswegen wundert mich diese ganze Sache mit dem Internet. Ja, also dann schläft er halt den ganzen Tag draußen und kommt dann abends, wenn es dämmert, erst wieder zurück. Deswegen warte ich jetzt einfach, weiß nicht, ob ich heute irgendwie irgendwas gebacken kriege, weil ich fühle mich echt scheiße. Warte ich einfach, bis es dämmert und wieder dunkel ist, ob er dann kommt. Und versuche, positive Gedanken bis dahin zu haben. Ja, drück mir die Daumen, dass das klappt. Ich finde das so seltsam. Also vor allem, dass irgendwie das Internet aus ist. Also das. Entweder hat er kein Internet empfangen oder er hat halt das Halsband ausgeschaltet. Aber warum alles heute passiert, alles zusammen heute und er verschwindet und Halsband und Internet weg, obwohl hier Internet ist, also Halsband aus. Boah, ich werde wahnsinnig. Meine Gedanken drehen sich die ganze Zeit im Kreis und ich versuche zu verstehen, was da los ist und finde keine Erklärung. Soweit erstmal. Ich habe den Wilson gerade gefunden. Es klingt so skurril. Er lag auf der Eisenbahnbrücke auf der Schiene oben. Und ich vermute, er hat die Aussicht von da oben genossen. Und ist auf der Schiene eingeschlafen. Das, was noch von ihm übrig war,
Habe ich jetzt hier. Kein schöner Anblick. Und ich mache mir mega Vorwürfe. Was man zeigen kann, ist der Rest hier. Dann wollte ich ihn da gleich begraben. Und da war der Boden so hart, bin da mit meinem kleinen Spaten nicht reingekommen. Also musste ich die Teile jetzt irgendwie hier in diese Kiste packen. Das, was noch davon übrig ist halt. Also er musste auf jeden Fall nicht leiden. Und so wie ich das jetzt zurückverfolgen kann, hat mir das GPS halt einfach nur einen falschen Ort gesagt. Und der war ja da 2 Stunden oder so. Und wahrscheinlich hat er da einfach oben drauf geschlafen. Das sieht aus, als hätte er sich das Leben nehmen wollen. Also wirklich. Einmal so. Leiden musste er nicht. Ja, hier bin ich einfach mal hoch und hab geguckt. Und ganz hinten am anderen Ende fast habe ich dann was Helles liegen sehen. Und dann bin ich losgelaufen. Ich glaube, hier darf man gar nicht rüberlaufen, aber das war mir dann total egal. Und je näher ich gekommen bin, desto weniger konnte ich es glauben. Aber es war mir auch klar, dass er nicht da liegt und schläft. Ja, ich bin jetzt hier bei einer Freundin, ein bisschen weiter im Landesinneren. Die hat hier ein Grundstück und ja, hier kann ich mit meinem Bulli stehen. Und ich will den Bilzen jetzt begraben, und zwar da auf dem Berg. Ich habe mir gedacht, der sitzt immer so gerne auf solchen Anhöhen in der Sonne. Also der perfekte Platz. Ist nur leider auch schwierig, da ein Loch zu buddeln, aber zum Glück gibt es hier eine Spitzhacke und eine anständige Schaufel. Ja, da unten liegt er. In der kleinen Plastikkiste. Die perfekt in sein Bettchen passt, so habe ich ihn jetzt hierher gefahren. Ja, los geht's. Aber ich gehe jetzt erstmal ein Loch buddeln und so lang kommt er nochmal in den Bus. Also das ist das Loch. Es ist nicht so wahnsinnig tief, aber es ist echt anstrengend hier, das tief zu graben. Also ich hole jetzt den Wilzen. Ich baue dann einfach oben drüber Steine, dass die Hunde von hier das nicht ausbuddeln können. Aber ich glaube, das ist ein schöner Platz hier. Weil der Wilzen mochte das ganz gerne auf solchen
auf Berge hochzusteigen und in der Sonne zu liegen. Und hier ist genau Sonnenseite. Und hier hat er einen fantastischen Ausblick. Ja, ich weiß, wenn er unter der Erde liegt, kann er es eh nicht sehen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Ort, der ihm gefallen hätte. Dann hole ich jetzt mal den Wilson. Sein letzter Weg. Unser letzter Weg zusammen. Ich bin schon wieder heulen, ey. Mir brennen die Augen schon so. Den Wilson hier in diese Plastikbox halt gelegt und irgendwie so eine dunkle Mülltüte über die Verletzung, wenn man das noch so nennen kann. Ist wirklich kein schöner Anblick. Und als ich ihn da von den Gleisen aufgesammelt habe, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege, aber irgendwie war die Liebe zu dem Tier so groß, dass ich gar nicht anders konnte, als seine Teile aufzusammeln und mitzunehmen. Und dann habe ich noch ganz lange dabei gesessen, habe es ein bisschen so hingelegt, als ob es am Stück aussieht. Und irgendwie habe ich es mir angeguckt, um es zu realisieren, was da passiert ist. Und jetzt habe ich ihn halt hier ein bisschen abgedeckt und irgendwie noch öfter irgendwie gestreichelt. Die Stellen, die noch in Ordnung sind. Ich konnte einfach nicht loslassen in dem Moment. Den Tag gestern habe ich halt echt gebraucht, dass er hier noch bei mir war und ich ihn angucken konnte. Und bemerken konnte, dass er halt nicht mehr aufsteht. Auch bewusst zwischen die kleinen Pflänzchen gestellt. Vielleicht haben die noch was von ihm. Vielleicht können die ein bisschen wachsen. Ja, ich sitze jetzt hier und kann mich eigentlich hier kaum wegbewegen, weil es so schön ist hier. Also ich glaube, ich habe einen guten Platz für ihn hier gefunden. Total still. Man hat einen Weitblick. Echt schön hier. Ich kann hier einfach sitzen und gucken.